dog brain. Sein Turbo-Action-Rucksack ist sensationell. Er hat Flammenhaare und er ist super schnell. Für seine Schwestern ist er ein Versuchskaninchen. Er lebt einen Tag aus dem Leben von Johnny Test. Sein Super und kann sprechen, er ist mutig und frei. Yuki trinkt ein Cappuccino und ist immer dabei. Seine Mom ist immer busy und sein Dad ist durchgeknallt. Er ist wild, zugemüllt, das ist Johnny Test. Bob ist Super Agency, Extreme Teens, Moon, sie ist ein Drehungsschlag. Affenboy, Turbo, Team, Monster, Trucky, Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Und ich wollen ein neues Elternexperiment wagen. Ihr seid älter geworden und wir wollen euch deshalb auch wie ältere Kinder behandeln und ernst nehmen. Weil Johnny nicht mehr alles innerhalb von 4 Stunden kaputt macht und die Mädchen exzellente Arbeit mit unserem Aktienportfolio geleistet haben, haben wir in einen Whirlpool investiert. Ein Whirlpool? Das ist wie eine große Badewanne. Der Whirlpool ist für uns, Schätzchen. Aber von dem Extrageld haben wir außerdem für die Mädchen das tierische Plasma gekauft, um das sie so gebettelt haben. Das ist ja umwerfend! Und Johnny, du bekommst das Videospiel Smash Badger 3. Ja! Aber ihr bekommt diese Sachen nur unter einer Bedingung. Wir erwarten von euch Kindern, dass ihr euch etwas erwachsener benehmt. Vor allem macht keinen Ärger, während wir im Whirlpool sitzen. Bis nachher! Du bist echt der Schärfste. Ich bin in der Zone. Zerstampf die Box, Baby. Rückwärts zerstampfen gibt Bonuspunkte. Wow. Eine Drachenbestie, pass auf den Feueratem auf. Ja, ich weiß. Woo, zapp ihn weg. Woohoo. Du hast das nächste Level erreicht. Level 3, Smash muss den Blitz finden, um sich aufzupowern. Das ist er, schnapp ihn dir. Ja. Yeah. Du bist im letzten Level! Jetzt musst du nur noch Dr. Mutterhirns Beine außer Gefecht setzen, dann explodiert er im Sumpf! Hey, du schaffst es! Ein Bein eliminiert! Dafür wirst du bezahlen, Frechdachs! Nur noch 2 Beine und du hast Dr. Mutterhirn vernichtet und das Spiel gewonnen! Und ich habe immer noch 3 Leben übrig! Verbleibende Leben 2! Muss ich mir Sorgen machen? Nein! Verbleibende Leben 1! Oh! Game over! Ich hab verloren? Also diesen teuflischen Dr. Mutterhirn werde ich zeigen! Auf zum Computer! Jetzt holen wir uns die Smash Badger Cheat Codes! Hey! Das Spiel ist noch so neu, dass es dafür keine Cheat Codes gibt, um es zu knacken! Auf ins Labor! Hey, spielen wir ein Spiel! Das geht so. Ihr hackt euch in mein Spielsystem ein und knackt die Cheatcodes, sodass ich Smash Badger 3 beenden kann. Ja, nein, wir arbeiten gerade an einem äußerst wichtigen Programm. Verbessert ihr die hyperbionischen Springstiefel? Nein. Das gyroskopische Halsband? Mach, dass du rauskommst, Johnny. Oder das laserresistente, diamantenbesetzte Bustier? Das wäre mir echt so mädchenhaft. Wenn du es genau wissen willst, es ist ein Umwandlungskonverter. Er wandelt Softwareprogramme in echte lebende Dinge um. Wir müssen aufpassen, dass das Programm nicht außer Kontrolle gerät und Mom und Dad in Angst und Schrecken versetzt. Wir wollen keinen Ärger machen, verstehst du? Wir haben eine digitale Schnecke konzipiert und der Konverter wird sie beleben. Umwandlungsprozess läuft. Wandle digitale Schnecke um. Ja, wir haben das Nass-Trocken-Kontinuum überlistet. Ach, lass uns gleich mal ausprobieren, ob die Schnecke sich auch wie eine richtige Schnecke verhält. Und ihr zwei bleibt draußen! Und damit das so bleibt, haben wir ein neues Anti-Johnny- und Yuki-Labor-Sicherheitssystem installiert. Ah? Hm. Okay, wir verbinden die Gamebox mit dem Superhacker-Computer der Mädchen, drücken den Hackknopf und 1, 2, fix, haben wir die Cheatcodes. Aber das Allerwichtigste ist, wir dürfen nicht den Boden berühren. Oh. Umwandlungsprozess läuft. Das ist nicht der Hacker-Sound. Das ist der Umwandlungssound. Smash Badger ist lebendig geworden.
Cool. Ja, wartet nur, bis das Institut sieht, was wir gemacht haben. Der welterste künstlich generierte Schnecke. Ja! Dumm gelaufen. Willkommen! Du bist in der richtigen Realität und nicht in einem Videospiel. Du bist hier unter Menschen. Du darfst nichts kaputt machen, verstanden? Oder den Boden berühren. Das tut mir nämlich sehr weh, wenn du das tust. Also, ich vermute mal, er versteht unsere Sprache nicht. Ich wusste doch, dass man den Kindern nicht trauen kann. Sobald wir draußen sind, nehmen wir euch das Plasma und Johnny das Videospiel weg. Habt ihr schon den Blubberblasen-Modus probiert? Nur noch 5 Minuten. Ich wollte doch nur die Cheatcodes. Du hast unseren Konverter benutzt und die Hauptrolle aus deinem Videospiel zum Leben erweckt? Wir sind ja sowas von genial. Hallo, wir wissen nicht, wie wir ihn aufhalten können. Warte, ich krieg dich! Oh. Oh. Ah, Mamas Porzellan, ist der völlig von der Rolle? Er sucht nach Punkten und Extraleben und nach neuen Waffen. Ich würde sagen, er hat gerade eine gefunden. Flammentod! Ah. Das reicht, jetzt kriegen sie Ärger. Entschuldigt bitte den Krach, wir wollten euch nur etwas Kaffee und was zu knabbern an den Pool bringen. Und hier ist romantische Musik. Schön, noch 5 Minuten. Bist du sicher, dass ihn das aufhalten wird? Absolut sicher. Umwandlungskonverter start. Umwandlungsprozess läuft. Wo ist dieser Mädchen? Du kannst mich nie im Leben besiegen, Mädchen. Es funktioniert. Erwarte, du! Ja, wir haben's geschafft! Smash ist wieder zurück in seiner digitalen Spielewelt! Sehr gut. Weißt du vielleicht auch, wie wir die Metallspinne von ihr wegkriegen? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Und jetzt wird es Zeit für mich, dieses Level zu erobern und zu zerstören! Verzeihung, in welchem Level bin ich bitte? Im Level Pork Belly? Level Pork Belly! Oh je, damit habe ich nicht gerechnet. Was ist denn los? Ich weiß ganz genau, dass ihr irgendetwas vor mir verbergt. Aber es ist Spielfilm-Popcorn-Zeit. Nein, ich muss jetzt aus dem Wasser raus. Ich habe schon Schrumpelfinger. Ihr Ninjas wollt es auf die Affenart haben. Oh, eine Speedback-Cool-DVD. Menschen dieses durchgeknallten Levels, fallt auf die Knie vor Dr. Motherhan! Game over, das Spiel ist aus! Alle mal herhören! Wie ist das Wort, nach dem ich gerade suche? Es fing mit R an wie Rückzug. Rückzug! Ich werde euch allesamt beherrschen und nichts und niemand kann mich aufhalten! So ein großes Maul. Also schön, hier ist mein Plan. Susan und Mary sind Genies und sie werden herausfinden, was wir tun müssen. Na toll. Wie siegt man in diesem blöden Spiel? Du musst springen, hüpfen, dich drehen, zuschlagen und die empfindliche Stelle an den Beinen dieses Monsters treffen, damit sie kaputt gehen. Wenn es keine Beine mehr hat, dann explodiert es. Und du hast gewonnen! Das ist alles? Das ist nicht so einfach, weil du in dem Spiel nur 3 Leben hast. Ja, aber diesmal haben wir 4. Ich habe mich oft gefragt, wie es wäre, wenn mich eine Obdachlosenfamilie adoptiert hätte. Halten wir den grünen Fiesling auf. Ja. Ja, wir schwören dir, dass wir dir ab jetzt immer treu ergeben sind. Und von heute an heißt diese Stadt Dr. Motherhirn City. Nicht so hastig, Matschbirne. Es wird Zeit für dich, wieder in deine digitale Spielewelt zurückzukehren. Gehen wir's an! Ja! Ja! Wahnsinn, diese verrückten Hüpfelkinder sind dabei, den Spinnentypen zu besiegen. Hero-Gürtel! Los! Ja!
Bein erledigt. Bleiben nur noch zwei. Wie ihr wollt. Jetzt werdet ihr mit meinen Raketen Bekanntschaft machen. Springschuhe, los! Nein, das kann nicht sein. Ihr könnt nicht gewinnen. Yeah! Ja! Wir haben dieses Spiel besiegt. Und es hat echt Spaß gemacht. Und weil ihr unsere Stadt vor diesem teuflischen Dingsbums gerettet habt, von dem niemand weiß, wo es herkam, überreiche ich euch Vieren den Schlüssel zu unserer Stadt, Pork Belly. Ja! Und wo immer sie auch sind, ich bin völlig sicher, eure Eltern werden sehr stolz auf euch sein. Es fällt mir schwer zu reden. Und ich kann's nicht sehen. Geht erst mal nach oben. Es dauert nicht lange. Dann hat sich der Feuchtigkeitshaushalt eurer Haut wieder normalisiert. Wir bleiben so lange hier unten und passen auf unser Haus auf. Ach, ihr seid ja so gute Kinder. Wir sollten euch viel öfter vertrauen. Ja, das solltet ihr. Igitt, was stinkt denn hier so nach Pups? Das ist ein Dünger, Johnny. Damit helfe ich meinem Hibiskus. Ich nehme am Porkbelly-Blumenwettbewerb teil. Der erste Platz ist eine glitzernde Schleife. Heißt das, du hast Geld gezahlt für diese stinkende, dreckige Ver... Nein. Ja, aber es hilft leider nicht und der Wettbewerb ist in 5 Stunden. Vielleicht solltest du sie anbrüllen. Pflanzen brauchen Kohlendioxid und dein Schrein hat jede Menge davon. Das weiß ich am besten. Hängt nicht darum, wie blöd! Richtet euch auf und wachst in perfekter Schönheit! Danke, Johnny! Danke, Johnny? Ich rette deine Blumen, damit du gewinnst und alles, was ich bekomme, ist ein Danke? Nicht einmal ein Dollar, wie es andere tolle Väter tun? Aber gib ihn nicht für Süßigkeiten aus! Süßigkeiten! Kann ich euch helfen? Probiert mal Doc Beebles Fruchtzucker-Honigriegel. Der ist ja so gesund. Igitt, das ist keine Süßigkeit. Etwas, was gesund ist, kann keine Süßigkeit sein. Ja, da hast du recht. Das verkauft sich auch ganz schlecht. Wie wär's hier mit dem Schokoladenzucker-Nussriegel? Da sind Schokolade, Nüsse und Nougat drin. Was ist Nougat überhaupt? Wen interessiert's? Aufessen! Sie haben mir meinen Riegel geklaut. Sie haben alle Süßigkeiten geklaut, abgesehen von den Honigriegeln. Ich grüße Pork Belly. Was ist da los? Ich bin der Bienenfänger. Und es wird Zeit für euch, euren ungesunden Süßigkeitenkonsum einzustellen. Ich bin hier, um euch auf die Finger zu schauen. Ihr solltet alle gesünder leben und energiebewusster. Sonst sperre ich euch in eine Kabine. Ich sagte Kabine. Habt ihr verstanden, Biene? Kommt, meine Bienen! Nein! Pork Belly erlebt eine Bienenplage sondergleichen. Der Bienenfänger und seine Schwärme Süßigkeiten stehlender Bienen haben alle Süßigkeiten der Stadt stibitzt. Aber wer ist der teuflische Geist? Wer möchte, dass wir uns alle besser ernähren? Mehr nach einer kleinen Werbung durch unseren Sponsor. Sie sind lecker und schmecker und super gesund. Das sind meine gesunden Honigriegel, ein natürlicher organischer Knapperspaß. Den sollten Sie versuchen. Igitt! Ich brauche Süßigkeiten, die künstlich sind und schlecht für mich und nichts Natürliches. Kriegst du? Ich habe mich in das GPS-System eines Süßigkeiten-Trucks eingehackt, der unterwegs nach Grüsselberg war. Aber jetzt steht er direkt vor deiner Haustür. Ja, du kannst mich mal, Bienenfänger. Johnnys und Yukis Liebe zu Süßigkeiten kann nichts und niemand aufhalten. Das ist ja ein Ding. Ihr kann's doch. Das ist erst der Anfang. Ich bin wie eine Turbine. Achtet auf das, was ihr esst. Bienen sind die Besten. Alles klar, wir haben's ja geschnallt. Hör schon auf. Bla, bla, bla. Frechheit auf sie. Ja!
Weil der Bienenfänger den gesamten Süßigkeitenvorrat der Stadt unter seine Kontrolle gebracht hat, wurden die Geheimagenten der Regierung eingeschaltet. Und das ist Ihr Kommentar zum Candynapping. Das Wichtigste ist, dass die Einwohner der Stadt ruhig bleiben. Wir haben die gefährliche Situation unter Kontrolle. Oh, pass bloß auf, das ist ganz schön heiß. Was machen Sie da? Wir denken nach. Tja. Eigentlich sollten wir dem Bienenfänger dankbar sein. Vielleicht stopft ihr Kinder euch jetzt nicht mehr mit diesem Süßkram voll. Ich glaube, die Bienen sind wieder im Anmarsch. Wir müssen den Bienenfänger aufhalten. Wir werden unschuldigen Bienen nicht wehtun. Sie sind wahre Wunder der Natur. Sie bestäuben die Blumen der Welt und helfen ihrem Wachstum. Aber sie sind nichts gegen das Schreien von Dad. Und alles, was ihr macht, ist faul hier rumstehen und euch in der Sonne halten, während ich versuche, einen Blumenwettbewerb zu gewinnen. Und übrigens können wir durchaus ohne Süßigkeiten leben. Aber wie? Das ist unmöglich. Mein Magen grummelt. Ich brauche Süßigkeiten, um zu leben. Sagt Hallo zu Schokoladeneiscreme und zu zuckrigen Zuckerzerealien. Und Törtchen essen! Und so sind die Kinder von Pork Belly doch noch zu etwas Süßem gekommen. Eine Alternative zu ihren Süßigkeiten ist Kuchen. Kinder von Pork Belly! Ah! Ihr glaubt, ihr seid clever, indem ihr Kuchen und anderen Süßkram esst. Aber ihr werdet schon bald gesündere Sachen essen, denn ich habe meinen größten Schwarm zusammengestellt. Und ich werde Pork Belly von jedem Krümelchen Rohrzucker befreien. Ah! Jetzt habe ich meinen Plan verraten. Und nun ein Wort von unserem Sponsor. Ich bin Doc Bibel. In diesen verrückten Zeiten, in denen zuckrige Süßigkeiten von Bienen gestohlen werden, solltet ihr meinen Honigriegel probieren. Diese natürliche Süße ist gut für alle. Versucht es bitte. Warum will denn niemand meine Honigriegel probieren? Ich werde diese Riegel niemals probieren. Ich lasse mir von niemandem meinen Kuchen ausreden. Wir müssen diesen Schwarm aufhalten und wir müssen den Bienenfänger aufhalten. Ins Labor! Diese mechanische Bienenklatsche klatscht über 1000 Mal in der Sekunde. Damit besiegen wir den Bienenschwarm hundertprozentig. Super! Au! Euer Antibienenplan ist Mist. 90% der Wissenschaft besteht aus Versuchen und Verwerfen. Wir hatten noch eine bessere Idee. Es ist ein riesiger Bienenschwarm weg! Ja, genau, Pork Belly. Eure Angst ist berechtigt. Ihr sollt Angst haben. Hier sind die Bienen. Eine Bienenkönigin? Kann ich nicht ein König sein? Für die Bienen ist der Imker sowas wie eine künstliche Mutter. Aber wenn du dich in den Schwarm als Bienenkönigin verkleidet einmogelst, dann... Vorausgesetzt, die Bienen akzeptieren dich als Königin. Dann wirst du ihr Anführer. Und du kannst mit ihnen machen, was immer du willst. Zum Beispiel sie direkt zu Phase 2 unseres Anti-Bienenfänger-Plans führen. Aber ich kann nicht fliegen. Ich kann fliegen. Was ist, wenn die Bienen mir nicht folgen wollen und mich nicht als ihre Mutter akzeptieren? Tja, dann wirst du ihre Starre kennenlernen. Aber nach ein paar Jahren werden die Schwellungen wieder zurückgehen. Na schön, ich werde die Chance ergreifen. Die Bienen kommen, flüchten sie in die Berge! Zeit für Johnny, den Bienenkönig! Oh nein! Ich hab Ihnen doch gesagt, niemand kann mich aufhalten! Er hatte noch so viel im Leben vor! Wie war nochmal Phase 2 eures Plans? Die Preisrichterin kommt genau in einer Minute. Jetzt seht ihr endlich repräsentabel aus. Nein! Sie haben verloren. Und was ist das da oben am Himmel? Sie können ihm doch nicht einfach folgen.
Ich bin Ihr Anführer und niemand sonst! Jetzt ist es an der Zeit, dass das Honigmobil für die Bienen zum ultimativen Pollen-Pickup wird. Was habt ihr mit meinem Honigmobil gemacht? Das ist jetzt ein saftiges Stück Bienenstich für deine Bienen. Hier ist Bienenkönig Johnny. Das Ziel ist direkt in Sichtweite. Und los! Oh, oh, nein! Ich bin euer Anführer. Das könnt ihr mir nicht antun. Zeit für eine kleine Stichelei. Oh, das sieht nicht gut aus. Mein Honigmobil ist zerstört und alle meine Bienen sind weg! So, Freundchen, und du kommst jetzt ins Gefängnis, intriganter Imker. Oder sollten wir lieber sagen... Doc Bieber! Wie sollte er sonst seine hässlichen, nicht schmeckenden Honigriegel loswerden? Aber sie sind wirklich gut und haben eine natürliche Süße. Mein Plan hätte hundertprozentig funktioniert, wenn ich dieser flammenköpfige Junge im Bienenkostüm gewesen wäre. Und diese Mädchen und das haarige Kind. Lassen Sie mich los! Nein, Pfotenwechsel sollen mich loslassen. Ich bin Doc Bieber! Und der ganze Ärger nur für einen langweiligen, natürlichen, nicht schokoladigen Honigriegel, der angeblich gesund sein soll. Nicht übel. Oh, schmeckt wirklich gut. Na, sowas auch. Lecker. Wer hätte das gedacht? Die sind echt gut. Echt? Großartig. Das ist das Ding.